Heute schimpfen jetzt zwei mit mir, weil ich ins Nest geguckt habe. Der Papa ist gegenüber und das ist die Mama. Na komm, jetzt flieg ruhig wieder hin. Dein Baby ist nichts getan. Theater, Theater von beiden Elternteilen, weil ich mir ein Höckerchen genommen habe und nachgeschaut habe, ob da schon was zu filmen ist. Hab eine schwarz-rosa Wuselei gesehen, aber beide sofort da. Sofortige Kontrolle, was ich wohl gemacht habe. Im Nest, ja. Und dann denkt sie sich, nee, 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 das werde ich verhindern und setzt sich wieder brav drauf. Da jetzt beide fleißig füttern, es ist aber Bewegung im Nest, muss ich abwarten, bis beide weg sind, um dann mal reinzufilmen, was wir denn da haben. Gelingt mir aber im Moment überhaupt nicht, weil ständiger Flugfütterungsverkehr ist. Er und sie und er und rein und raus. Also noch ein bisschen Information, wobei ich ja nicht weiß, an welchem Tag wir sind. Offenbar öffnen die Jungen ihre Augen so am 6. Tag und ab dem 7. Tag betteln sie auch. Ab dem 9. Tag bleibt das Weibchen nachts nicht mehr im Nest und schon ab 10. Tag können die Kleinen das Nest verlassen, wenn es Störungen gibt durch Feinde oder ähnliches. Eine ungestörte Nestlingszeit beträgt 12 bis 15 Tage. Was ich auch sehr interessant fand, war zu lesen, dass die erwachsenen Vögel zum Beispiel auch andere Vogeljunge füttern. Das nenne ich mal sehr sozial. Offenbar sind die Kleinen bei Verlassen des Nestes flugunfähig, das heißt, sie verstecken sich am Boden und werden noch gefüttert. Ab dem 13. Tag singt der Mann den Kleinen aus 4 bis 6 Meter Entfernung vor. Will heißen, es gibt auch noch Musikunterricht. Sie betteln offenbar auch andere Vögel an. Und vom 18. bis 22. Tag können sie selbstständig futtern. Ich frage mich, wie das hier laufen soll. Wenn sie runterfallen und noch nicht fliegen können, dann werden sie bei mir auf dem Balkonboden landen. Ich bin ja mal gespannt, was ich da noch erleben werde. Das etwas Negative, was ich dann auch noch gelesen habe, werde ich später noch beitragen. Also sie hat offenbar viel und gut zu tun im Nest. Vielleicht räumt sie auch mal wieder auf oder wischt durch. Auf jeden Fall kommt gleich der fliegende Wechsel. Und dann sieht man auch, wie aus dem Nest wieder etwas rausgetragen wird. Da kommt der Papa erstmal mit Futter und nimmt auch dann auf dem Rückweg was mit. Das heißt, er trägt den Müll raus. Und hier stellt man sich wieder mal leblos, was in Natura eine volle Minute war, ich hier aber abgekürzt habe. Es ist unglaublich, wie diese kleinen Zappeldinger so lange stillhalten.
Aber jetzt habe ich sie dann erwischt, als beide weg waren. Und dann werde ich mal reinschauen, in Ruhe. Das wird zwar wieder Gekreische geben, aber was soll's. Ja, hier also der erste Blick in die kleine Brut. Ich habe die Schale mal runtergenommen. Die rühren sich nicht, stellen sich schlafend. Halbnackig noch, auf jeden Fall blind. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Flügelchen verletzt ist oder ob das normal ist hier vorne. Es waren 6 Eier, wenn man überhaupt zählen kann. Bin ich bei 5. Ob da irgendwo noch eins dazwischen gequetscht ist oder da drunter liegt, keine Ahnung. Oh, die Babys. So, dann habe ich nur einmal an dem Körbchen und an dem Rand gewackelt. Das ist wohl das Zeichen, den Mund aufzusperren, weil sie denken, irgendwoher kommt Futter. Ich finde auch interessant zu sehen, wie schön sie das Nest ausgekleidet hat mit Moos oder wo sie das ganze Grüne hergeschleppt hat. Interessant. Beide wieder im Beobachtungsposten Baum und direkt auf mich zugeflogen, als ich vor dem Nest stand. Also ich bin unter ständiger Überwachung. Die sind mir gerade sogar auf den Kopf geflogen. Und wie vorher schon, stellen wir doch mal sicher, dass im Nest alles in Ordnung ist und bleiben hocken, dass uns nicht wieder jemand stören kann. Ich weiß natürlich nicht, wann die Eiablage war. Ich weiß nur, das ist der 20. Tag jetzt meiner Beobachtung, seitdem das Rotkehlchen so zutraulich vor mir auf dem Baum und dem Balkon saß.